Es ist Freitagabend, es ist Tabletop-Time und wie man sieht, beschäftigen wir uns heute mit Age of Sigma. Domi, was machen wir heute? Sag an. Wir spielen heute zum ersten Mal Age of Sigma und zwar spielen wir zwei Start-Collectings, die wir uns besorgt haben, gegeneinander, einfach mal um ins Spiel reinzukommen und weil ich schätze mal, dass die Punkte relativ fair vergleicht sind, also fair aufgeteilt sind. Das hoffe ich nicht. Okay. Nee. Ich hoffe, ich habe mehr. Wir werden sehen. Genau. Ich spiele nämlich die Flesh Eater Curse und habe dabei 10 Ghule, 3 Crypt Flayer und ein Zombie Dragon. Da sitzt eigentlich noch der Reiter drauf, aber den habe ich schon bemalt und deswegen habe ich den nicht hingeklebt, weil der Zombie Dragon noch nicht fertig ist. Also den stellen wir uns heute einfach mal vor. Und das Ganze kämpft gegen die Stormcast Eternals und zwar die alte Start Collecting. Wenn ich jetzt wüsste, wie die ganzen Einheiten heißen, wäre das schön. Ich kann es auch nicht sagen. Ich habe aber die Datenblätter dazu und die werden denen hier ganz furchtbar auf die verfaulten Goschen kloppen. Wir basteln jetzt noch ein bisschen Gelände zusammen, bringen das Ganze in Stellung und dann melden wir uns nach der Aufstellung nochmal. So, Domi, wir sind soweit. Wie man hier sieht, haben wir unseren selbstgebauten See in die Mitte gepackt. Der wird heute zum ersten Mal getestet. Hat leichte Defizite, aber wir werden sehen. Okay, zum Spiel wird es taugen. Wir haben Wald außenrum gemacht. Jeder hat eine kleine Ruine. Hier gibt es auch nochmal eine kleine Ruine. Domi hat sich hier in Stellung gebracht mit seinen Einheiten. Die Stormcast Eternals aufgrund ihrer Masse schon sind ein bisschen breiter aufgestellt. Und ja, wir starten jetzt erstmal eine dezente erste Runde und melden uns dann Ende Runde 1, Anfang Runde 2. So, Ende Runde 1, Anfang Runde 2. Domi, sag an, was passiert? Was passiert ist, ich bin mit meinen Ghoulen hier vorgerückt, die können nicht so weit laufen. Die Infernals sind vorgerückt, haben es dann in den Nahkampf geschafft, haben auch gut was gemacht. Dasselbe zählt für den Zombie Dragon, der ist auch vorgelaufen, hat es auch in den Nahkampf geschafft, hat auch was, ein bisschen was erledigt. Genau. Ansonsten, bei mir ist nicht so viel passiert. Ich habe eine Wunde verursacht, die sieht man hier. Oh, der gehört da dazu. Gehört zu dem. Und jetzt, da wir dran stehen, hauen wir uns jetzt richtig auf die Mütze und melden uns dann Ende Runde 2, Anfang Runde 3 wieder. So, Ende Runde 2, Anfang Runde 3, oder? Müsste jetzt sein? Ja. Ja. Was hat sich getan? Hier musste sich einer verabschieden, von diesen Gruftschrecken heißen die Teile, glaube ich. Hier, die weißen Schlümpfe sind auch weniger geworden. Meine Flügelschlümpfe sind auch alle tot. Hier in der Mitte stand auch mal ein Modell. Das ist jetzt auch weg. Da musst du aber sagen, dass der ziemlich viel Schaden bekommen hat, ne? Der hat, wenn man das noch an den Einheiten sieht, die hier stehen, richtig auf die Mütze bekommen. Zum Glück, weil der hat richtig wehgetan. Wir gehen jetzt in die dritte Runde und melden uns dann Anfang vierter Runde wieder. So, Ende Runde 3, Anfang Runde 4. Domi hat gerade festgestellt, er braucht viel mehr von diesen kleinen unbemalten Ghoulen, ja, weil die nämlich richtig wehtun. Aber dann müssen sie bemalt sein. Bemalt, da haben die nämlich alle noch 3 extra Attacken, ja? Ja. Definitiv mindestens 3, wenn nicht sogar 4. hier sind die Eternals vorgerückt. Ja, die Liberators, die schlagen sich wacker, auf jeden Fall hier der Chief Master. Man sieht ihn hier, er steht in der Mitte, ja, kuschelt ein bisschen mit den, mit dem Geflügel. Und wir fechten es jetzt aus, letzte Runde würde ich sagen, weil danach ist wahrscheinlich nichts mehr übrig. Und dann gucken wir, wie es ausgeht. So, Ende Runde 4. Wir haben die Untoten beseitigt, restlos. War aber eigentlich eine recht knappe Kiste. Domi, sag was, welche Einheiten waren ziemlich cool von dir? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal wieder mit Age of Sigma angefangen, beziehungsweise bin sie erstmal wieder dabei und spiele auch zum ersten Mal jetzt die Vampire, die Flesh Eater Curse, und ich muss sagen, ich finde die Crypt Flayer echt super. Die waren auch richtig übel. Also die sind echt cool. Die 4 Attacken, die sie haben, ist schon einiges. Vom Zombie Dragon selbst bin ich nicht so überzeugt, aber wahrscheinlich nur, weil er nicht viel gemacht hat, weil Stefan voll drauf gerusht ist und
ihn einfach ein Diener geknüppelt hat, der konnte sich nicht mehr wehren, der Arme. Freunde der Sonne der Hoffnung, schaut euch das Teil mal an, der muss weg. Ja. Und was ich noch zu den Ghoulen sagen kann, das ist nur ein 10er-Block, weil ich habe nur 10 Stück. Aber ich denke, wenn man da eine größere Masse hat von denen, können die auch übel sein. Vor allem, wenn die um ein größeres Modell herumstehen, weil mit 2 Attacken pro Modell ist schon hart. Also wenn man sich das anschaut, was von den Stormcast Eternals trotz ihrer anfänglich großen Truppenstärke noch stehen geblieben ist, würde ich sagen, ist eigentlich, sind die Boxen relativ ja, gut ausbalanciert. Ja, hätte ich jetzt behauptet. Ich finde ihn hier super cool. Ja, der macht richtig bös Aua, der Kollege. Hier der Heilerknilch dahinter, der hat jetzt eher nicht so viel gemacht, der hat auch bloß einmal zugeschlagen. Die Kollegen hier, die Retributors mit den Zweihandwaffen waren richtig, richtig fett, enttäuschend waren die Kameraden hier, die waren jetzt nicht so hitverdächtig, aber okay, ich meine, wir waren jetzt auch nicht sonderlich weit voneinander entfernt, wir waren relativ zügig im Nahkampf und hat gepasst, hat Spaß gemacht, ist im Gegensatz zu 40k mal was anderes. War das jetzt deine erste Runde, Age of Sigmar? Seit langem mal wieder, ja, also nach diesen Regeln ja. Kann man sich dran gewöhnen. Ne? Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein super Spiel, oder? Was denkst du? Ja, kann man spielen, durchaus. Macht Spaß.